haben wir den Eingang von unserem Tempel. Am Tempel haben wir uns von unserem Lego-Bauwerk inspirieren lassen. Und ja, wir haben an diesem Bauwerk ungefähr 2 Tage gesessen. Uns hat die Arbeit auch sehr viel Spaß gemacht. Von oben haben wir uns inspirieren lassen, mit den Goldstufen zu arbeiten. Die Kuppel, die kann man halt ganz leicht einfügen bei diesem Mindtest. Dann kann man gleich noch mehr von der Infrastruktur zeigen. Vor allem hier, das ist halt wie in Minecraft auch sehr kastig. Dort haben wir auch einen Springbrunnen. Dort haben wir Lampen angebracht, dort haben wir halt sehr viel gearbeitet. Und man kann auch dort hinten noch einen Altar sehen. Weil jemand aus diesem Team hier von Palmyra meinte, dass man vielleicht auch einen Altar für Opfergaben bauen könnte oder generell einen Altar fürs Beten. Dort vorerst sieht man, dort ist ein Loch im Teich. Dort runter führt ein kleiner Geheimgang. Und jetzt geht es auch wirklich ins Herzstück des Tempels. Hier kann man halt runtergehen, falls der Tempel mal angegriffen werden sollte. Ja, hier ist jetzt ein Grab. Das ist nur eine Art Falle. Da kann man durchgehen. Ist hier noch ein zweiter Geheimgang, das ist der Fluchttunnel. Dann kommt man irgendwann raus. Ganz hinten haben wir den Altar. Da sind ein paar Opfergaben auch. Das war unser alter Tempel. Jetzt würden wir schnell einfach mal zum neuen Tempel fliegen. Ja, also hier unten haben wir ganz viele Höhlen auch und haben das auch natürlich ausgeleuchtet, alles Mögliche. Und jetzt gehen wir erstmal nach oben in einen Turm. Hier ist es ein Geheimgang und das ist das Innere des Turms. Deswegen gehen wir mal wieder raus. So, und gucken uns den mal von hinten an. Von hier oben hat man noch eine relativ schöne Aussicht auf alles, was es hier so gibt. Und jetzt gehen wir in den zweiten Turm hier rein. Hier ist auch so ein bisschen bedeckt mit Blättern. Ja. Und dann gibt es hier auch noch eine Treppe und unten gibt es noch einen Geheimgang. Hier gibt es noch einen Geheimgang, das ist eine geheime Mine. Hier ist ein Minenschacht. Ich habe aus Versehen eine Lava platziert und sie ist dann mir entgegengekommen und dann habe ich sie mit Glas zugebaut und jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus. So. Und jetzt haben wir noch eine richtig, richtig coole Sache. Mit diesem Gang kommt man raus. Raus? Bei unseren Wasserfällen, die genau hinter dem Tempel sind. Da ist der unterirdische Tempel. Man sieht da, es ist eine ganz schön große gerade Fläche und dann so ein kleiner Huckel. Das ist der unterirdische Tempel. Ja, und hier sind die Wasserfälle daneben.
Hier im Inneren des Teils da ist noch eine Art Raum der Opferungen. In der Mitte, in dem Bronzeblock, kommen die Tiere hin. Bei den Diamantblöcken kommen die Blöcke oder Items hin, die du als Opfer nehmen willst. Ja, und das war eigentlich alles, was wir zeigen konnten. Ja, jetzt gehen wir rein in unser Tempel. Hier ist jetzt der Raum. Wir haben auch Wassersäulen gemacht und wir haben eben noch was mit Holz gemacht. Hier, dort sind die Fenster. Jetzt zeige ich mal, wo die Opfer hinkommen. Da kommen die Opfer hin. Es gibt noch einen Raum runter, aber dort ist der Fluchtraum. Jetzt gehen wir runter, gleich kommt Lava. Das ist der Fluchtraum. Wenn ich in die Lava reingehe. Jetzt gehen wir noch mal weiter. Hier sind jetzt so Holzstücke. Jetzt können wir mal abbiegen. Jetzt gehen wir weiter. Und dann gehen wir mal wieder in unser Raum. Dann zeigen wir die Säulen draußen. Jetzt zeigen wir mal die Säulen, die sind mit Holz gemacht. Hier sind auch noch Säulen. Das ist das Dach. Wir haben einen Leuchttempel gebaut mit Säulen und mit Goldblöcken und auch mit Lava und Goldtreppen. Das ist unser Altar und das ist eine Statue, die heißt Gott Apfel und Gott Eichel. Da ist dann nochmal die Tür nach draußen und das war es dann eigentlich schon.